Ne, keine Ahnung. Muss ich wohl mit leben. Na, so schlimm ist es noch, aber dann, ich meine, es läuft noch schön flüssig. So wie es flüssig zu laufen hat. Oder ansatzweise, naja. Das ist halt ein guter Spielfluss. So. Ich schalte mal auf Soldat. Und da hinten ist es. Wir sehen schon am pinken Dampf die Blood Dogs Fabrik. Die müssen wir zerlegen. So. E-Codes, Armor, Gun Emplacements. Great. So, wir müssen. Wir müssen das Ding Stück für Stück zerstören. Also diese Filter zum Beispiel. Das heißt, wir fliegen jetzt einfach mal hinein. Und platzen einfach mal hinein. Moin, moin. Falsche Waffe. Was? Die haben mich immer noch nicht bemerkt? Wie geil ist das denn? Ah ja, stimmt. Mit der Rüstung kann ich nicht so springen, aber ich lege sie an, weil... Strike Teams wieder mal operational. Na, das ist ja mal klasse. Jetzt erst bemerken die mich. Hallo? Als ich das erste Mal durchgezockt habe, bin ich einfach mitten durch die Tür reingekommen und konnte nicht... War schon direkt umzingelt. Und jetzt? Ich gleite einfach drüber und die bemerken mich nicht? Okay. Schnell mal ein bisschen für Ordnung hier sorgen. Bam. Und direkt mal ein Checkpoint erreicht und hier ein bisschen sauber gemacht. Oh oh, da unten war das heißt Super Soldier. So, wir haben schon drei von den Dingern? Na, noch besser. Nix da, kein Strike-Team, mein Junge. Strike-Teams sind nix für mich. Hier, verdammt. Oh, super. Egal. Wir scheißen jetzt einfach mal auf alles. Suchen den nächsten Filter. Die Dinger sind wahrscheinlich für die Kühlung zuständig, oder was auch immer. Egal, wir müssen sie kaputt machen, das ist das Wichtigste, was wir wissen müssen. So, wo ist der nächste? Da. Oh, der hat sogar noch 50%. Machen wir ihn kaputt. 5 Stück. Ist mir ehrlich gesagt egal, dass ich Lebensenergie verliere. Wie ihr seht, wir verlieren nicht durch das Blood Dogs, glaube ich, die Lebensenergie, sondern durch den Beschuss. Oh. Entschuldigung, muss meine Fluppe ausdrücken, ey. Kämpfen und rauchen ist nicht gut. Egal, noch zwei von den Dingern. Oh, jetzt wird's kritisch. Ich brauche Lebensenergie ganz dringend. Ah, klasse. Gerade jetzt haben die mir eine fette Rakete in den Arsch gejagt. Anstatt Lebensenergie zu holen, hätte ich vielleicht mal... mal wieder einen Critical Mass Angriff starten müssen. Egal, wir müssen nur noch zwei Filter zerstören. Also wir verlieren immer noch ein bisschen durch Blood Talks. Und wir haben es eh schon geschafft. Also bitte. Wo ist der letzte? Na bitte. Und Bams. Aua. Alex, was machst du da wieder für einen Scheiß? Wir sterben gleich wieder. Also, jetzt müssen wir uns einfach nur platt machen lassen. Das haben wir ja schon. Teilweise. This
dropped this in the storage unit 10 minutes ago. Bring in the bird. We're moving this to the director. Now! Okay, sorry, dass das Video gerade so laggt. Werden wir gleich nachschauen, was da fehlgeschlagen ist. Station, but the virus found its way into your bloodstream. And here you are, filling in the blanks. We were trying to figure it out. You just wanted to bring it all down. But this isn't what you came here for. You want to know what happened at Hope, Idaho. You want the truth. I know the secret. Listen, there's nothing else you can do. Das war schlau. Indem er sich selber abgeknallt hat, kann er nicht konsumiert werden. Weil ein Toter ist nutzlos für Alex. Hätte Alex den jetzt aufgesaugt, hätte er alles erfahren. Tja, das muss dann wohl warten. Egal, die Mission haben wir hinter uns. Dann wollen wir mal sehen. 180.000. 4 Upgrades noch. Oh wei. Und lass mich raten, einige da... Nee, scheiß auf die Events, die mache ich später. Jupp, wir können wir dann die Militärbasen, um Upgrades zu holen. Hm. 1,8 Millionen, 1,2 Millionen. Hier haben wir ein Upgrade. Da unten war, glaube ich, auch noch eins. Nee. War das, glaube ich, bei Movement. Oder Survivability. Comet? Jupp. Ui, schöner Skill. Leider nicht die Erfahrungspunkte für. Artillery Strike Upgrade Max. Und Vehikel sonst nix. Also, das ist das Einzige, was wir uns, glaube ich, holen müssen. Ne, Weaponry. Machine Gun Max. Okay, würde ich mal sagen, holen wir uns die Scheiße mal schnell. Zwischendurch ist es aber sehr viel schwerer geworden, in die Militärbasen einzudringen. Da habe ich einen ganz leichten Trick. Ich dringe als Soldat ein. Oh ne, das stört echt. Wir sehen uns gleich wieder. So, ich denke, ich dürfte es behoben haben. So, wir machen uns zum Soldaten. Das sind da Detektoren. Ich verwette meinen Arsch auf, dass da Detektoren sind. Und wie viele? Ach man, schon diese kleinen nervigen Drohnen sind zum Kotzen. So, den konsumieren wir schnell. Und verwandeln uns. Machen uns zu Alex. Hauen einfach nur schnell ab. So,
So, können wir switchen? Ja, wir müssen warten, bis der Soldat abgekühlt ist. So, der Heliumsatz. Doch, da hinten hat uns ein Helium-Blickfeld, verdammt. War eine scheiß Idee. Eigentlich eine gute Idee, weil... Jetzt. So. Jetzt sind wir wieder ein Soldat. Verdammt, immer noch Lex. Na gut. So, ich hoffe, das dürfte jetzt endlich gewesen sein. Oder hier passiert einfach gerade zu viel. Meine alte GT220, die packt das einfach nicht. So, jetzt einfach schnell reinschießen als Big Boss. Und rein. Holen wir uns unsere letzten Upgrades. Okay, zum Konsumieren gibt es hier drin nichts. So. Wir müssen jetzt natürlich alle mal schauen. Was ist mit dem passiert? Ist auch runtergefallen. So, jetzt können wir dich konsumieren, bitte. Ah, Mann. So. Jetzt für ein bisschen Verwirrung sorgen. Ja, finde ich klasse, dass das Spiel sich minimiert. Jetzt aber willst du mich verarschen? Ausgeführt. Von wegen. So, das Spiel ist abgestürzt. Finde ich klasse. Ich werde jetzt wie gesagt in die Basis gehen, mir die einfach die Upgrades holen. Bis gleich. So, ich habe den letzten Freak absorbiert. Jetzt fehlt mir noch das Kick-Upgrade. Ich habe mir dieses Schwert-Upgrade geholt für 1,2 Mille. Es fehlt nur noch ein Upgrade, dann haben wir alle Upgrades und dann sind wir Gott. So. Okay. So sollte es klappen. Jetzt schnell raus hier, bevor mich die Dinger erkennen. Obwohl, es könnte vielleicht nicht schaden, sich einen Helikopter zu krallen, weil ich vielleicht ein bisschen fußfaul bin, oder... Ach ne, die Wand ist sicher nicht weit weg. Ah, ich stehe unter Beobachtung, Dreck. Jetzt nicht mehr, jetzt kann ich wieder Alex sein. Aber einen Soldaten, den behalten wir immer. So, auf der Karte wird auch, glaube ich... Ne, in Maßen ist nichts mehr zu holen. So. Ba-ba-dam, ba-ba-dam. Ja, wenn's fast. Ah ne, wir haben erst 25 von 31 Missionen abgeschlossen, so. Ja, hab ich ein bisschen weit hergeholt mit dem Finale, aber wir werden nur die Mission machen, deswegen denke ich, sollte es im Rahmen des Möglichen liegen. Es gibt jetzt nichts mehr, worauf ich mich großartig konzentrieren muss. Die Soldaten-Events machen alles bei Platin. Weil die sind schwer genug. Woher weiß er immer, wohin... zu welchen Telefonzellen er muss. I've broken the back of the infection. In a few hours, this whole place will be glass. Even Ram's not crazy enough to live in Manhattan. You're wrong. He was at Hope in 69. He'll do anything to stop the infection. If you help me stop him, you get your secret. There's no way to get to that ship without being blown out of the sky. I have a way. Randall wants a company, Taggart. He sent me to find him. He's our key onto the Reagan.
Taggart's massing a large force of helicopters at these locations. If we don't move now, he'll muscle his way out of Manhattan in a fleet of helicopters, and Randall might not be able to stop him. Mercer, take out the helicopters. I'll try and pin down Taggart's location, and don't let any of them get out of the city. Taggart could be on any one of them. Why does it seem like I'm getting the short end of the stick? He has access to the helicopters. He can get out any time he wants. So. Wir dürfen also die Drecksarbeit für Cross machen. Ja, wir müssen erstmal den lieben Colonel Taggart davon abhalten, Manhattan zu verlassen. Wenn er tot, wird hier eine riesige Ladung Raketen abgelassen. Und das ist ungesund hier. So, wir sind am ersten Landungsplatz. Was müssen wir jetzt tun? Ja, ich brauche einen Helikopter, bitte. Oh Mann. Wir müssen diesen verdammten Helikopter ausschalten, und zwar schnell. So, ich... Ihr willst mich verarschen. Lasst mich in Ruhe, so. Ey, was beschießt mich da noch die ganze Zeit? Nein! Nee, ey! Toll, wie soll ich diesen Kack-Heli noch einholen? Das ist fast unmöglich. Außer ich tue es mit der Peitschenhand.